Willkommen, heute stellen wir euch kurz die Unterschiede der einzelnen Slugger-Skihelme mit Visier vor. Es gibt drei Modelle, das ist der Slugger Balu, dann haben wir den Rider Pro und wir haben das Topmodell, den Slugger Bagger. Was unterscheidet die Helme an sich? Die zwei, Balu und Rider Pro, sind von der Innenschale identisch, unterscheiden sich quasi nur in der Anzahl der Lüftungslöcher und im Design. Der Rider, der kommt in zwei Farben, das ist schwarz und weiß. Meistens wollen wir natürlich schwarz haben. Lüftung haben wir quasi sehr minimalistisch. Einstellbar ist quasi hier diese Ventilationsöffnungen. Das ist jetzt nicht gerade viel. Von der Innenausstattung sind sie identisch. Brille ist bei allen Helmen gleich. Der Helm kostet um die 300 Euro. Kommen wir zum Slugger Balu. Hier haben wir vom Design her auf jeden Fall schon mehr Lüftungsvarianten. In Summe sind es 8 Löcher, die variiert werden können. Einfach nochmal kurz gezeigt. Der Preis bei Balu ist auch bei 300 Euro. Und hier kommen wir zum Topmodell, den Slugger Bagger. Der ist von der Innenschale etwas anders. Das heißt, hier könnt ihr das Innenfutter rausnehmen und zum Beispiel waschen. Also seht ihr hier quasi, das ist alles möglich. Der Sitz des Helmes ist auch straffer und vom Design, wenn man es einfach mal nebeneinander stellt, sind ungefähr die identischen Größen. Wirkt er etwas voluminöser und ihr habt ganz einfach hier zum Beispiel an der Seite Designelemente bzw. Öffnungen. Hier oben habt ihr dann auch wieder diese 4 Öffnungen, die sind aber etwas vom Volumen her größer zu regulieren und auch hier hinten dann die jeweiligen Öffnungen. Genau. Das wäre es im Vergleich, kurz und bündig.